Servus Leute und herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Jo, heute nach die Weihnachtsfeiertage. Ihr habt ja jetzt Freitag. Bei mir ist heute der erste Weihnachtsfeiertag. Der Dienstag, der 25. Ja, gestern haben wir schon Weihnachten gefeiert. Da habe ich hier am Kramer gar nichts weiter gemacht. Aber heute habe ich mir gedacht, den Weihnachtsfeiertag musste trotzdem nutzen. Es soll ja weitergehen. Ich meine, ich gehe am Donnerstag wieder ganz normal auf die Arbeit dann. Und ja, da muss irgendwas passieren, weil sonst stehe ich hier wieder rum und das Ding, das geht wieder nicht weiter. Dann haben wir gedacht, heute schraube ich ein wenig dran. Ich habe allerdings heute nicht hier unten eingeschüttet, deswegen bin ich dick eingepackt. Heute ist es kalt, draußen hat es auch einmal ein wenig geschneit. Ist allerdings nicht liegen geblieben, da ist es noch zu nass. Ja, was habe ich gemacht? Gut, das zeige ich euch einfach mal. Passt auf. Hier vorne kommt jetzt ein riesen Kabelsalat raus. Keine Angst. Das meiste davon ist eh schon angeklemmt. Also, das da ist Wandlinge. Das interessiert mich im Moment jetzt nicht. Das sind meine ganzen Blinker. Habe ich mir hier markiert. Blinker hinten links, Blinker hinten rechts, Blinker vorne links, Blinker vorne rechts. Blinker Anhängersteckdose bzw. Blinker Anhänger links und Anhänger rechts. Genau. Funktioniert auch alles. Alles schon probiert. Geht. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie das Ganze jetzt ausschaut. Ich habe überall Strom drauf. Hier sind meine ganzen Masseverbindungen. Die haben wir jetzt nach vorne gelegt. Die gehen hier auf dem Halter vom Blinkgeber. Unten drauf, da hat mein Vater einen alten Kabelstrang vom Smart geschlachtet. Und da konnte ich schön die Massepunkte drauf führen. Habe sie dann zentral hier unten auf eine Klemme. Optimal. Also selber. So eine Klemme bauen, das ist eine Katastrophe, aber der war fertig, optimal. Ich sage, schöner geht's nicht. Da habe ich jetzt, wie gesagt, die Masse für die Kotflügel. Hier, das ist die Masse von meinem Arbeitsscheinwerfer hinten. Masse hinten rechts vom Standlicht. Das ist die Masse vom Anhänger oder Anhängersteckdose. Alles zentral hier. Wie gesagt, das ist noch nicht angeklemmt, das werde ich einmal meinen Vater fragen, ob der mir die Blinker macht. Da lange ich ungern hin, weil da habe ich ja das anzuklemmen. Plus die Blinkkontrollleuchten, die irgendwo hier drüben lagen. Die da. Plus das Zeug vom Anhänger noch dazu und den Warnblinkschalter. Ja, ich habe das schon mal hingekriegt, aber ehrlich gesagt, ich mag mich jetzt nicht so wirklich da reinfuchsen. Das ist nicht unbedingt meins, gebe ich ja zu. Aber das andere Zeug ist dran. Und das zeige ich euch jetzt einfach einmal, bevor ich hier lang rede. Ich kann jetzt Zündung einstecken. Zack! Wenn es noch geht. So. Zündung drauf. Ich habe noch kein Licht eingeschaltet. Beim Karl 300 ist es so, meinen Arbeitsscheinwerfer kann ich nur dann einschalten hinten, wenn ich Licht anhabe. Hier habe ich es anders. Passt mal auf. Weil der Sicherungskasten groß genug war. Dauer plus. Flup. Aha. Suchscheinwerfer, ne? Das geht schon mit Zündung allein. Wenn ich jetzt hergehe und ziehe den Zündschlüssel raus, auch ganz praktisch, mache ich ja sowieso immer wegen der Ladekontrollleuchte. Hier Ladekontrollleuchte, dann geht er aus. Stecke ich ihn wieder ein, ist er wieder an. Optimal, sprich wenn ich den nochmal vergesse auszuschalten, warum auch immer, wird die Batterie wenigstens nicht leer. Der funktioniert hier. Weiter geht's. Ich habe mir hier schon hingelegt. Man sieht, steckt in der Anhängersteckdose, Kabelstrang. Eine Zusatzbeleuchtung, wenn du mal irgendein Anbaugerät hast, das breit ist oder für die Presse hinten dran zum Beispiel. Beleuchtung. Wollte ich ja auch probieren. Sicherungskasten ist soweit fertig angeklemmt. Ich schalte jetzt, und das geht ohne Zündung, ganz wichtig. Soll sie auch funktionieren, keine Zündung mehr an. Erste Stufe Licht. Man sieht, Standlicht rechts, Standlicht links. Und Standlicht vorne. Und das Ganze geht natürlich hinten weiter. Standlicht, Standlicht und tada!
Auch da geht mein Standlicht. Optimal, was will ich mehr? Gut, die nächste Schaltstufe wäre Ablendscheinwerfer. Kennt ihr ja schon. Da passiert ja aber hinten dran nichts mehr. Also uninteressant. Die ganzen Kabel habe ich durchgeprüft. Ich habe da so ein schönes Testgerät, oder was heißt ich, das gehört ja meinem Vater. Das Testing da, steckst einfach auf die Batterie unten drauf und kannst dann hier messen. Der zeigt dir dann an, ob du Masse hast oder ob du Dauer Plus drauf hast. Du kannst Dauer Plus drauf geben, du kannst Masse auf das Gerät geben. Das hat eine kleine Sicherung drin, die kannst du dann einfach wieder reindrücken, wenn sie rausschießt. Also wenn du da mal einen Fehler oder was machst, optimal. Und hat vorne normal auch eine kleine Beleuchtung. Kann ich ja auch mal kurz vorführen, dann seht ihr, wie hinten das Licht vom Blinker, oder wie gesagt, die Blinker gehen. Zack. Und hier einfach auf. Ja, ja. Ja, sehr fix. Mit einer Hand ist das eine Katastrophe. Ja, ist gut. So. Der hat vorne eine Spitze. Ich sage ja, mit einer Hand ist das nicht so toll. Da ist eine Schutzkappe drauf. Haben wir gleich. Sorry. Geht doch. So sieht das Ding aus. Hat vorne auch eine kleine Beleuchtung, wenn du eine unmögliche Stelle hast zum Suchen, hast gleich ein wenig Licht vorne zum Prüfen. Optimal. Ich kann jetzt mit dem hergehen und kann mit dem jetzt hier hingehen. Gehe hier drauf. Und dann sollte eigentlich... Genau. Entweder mit Ton, da sagt er mir jetzt, da ist Masse drauf. Machen wir mal einen Ton aus. Da leuchtet oben das grüne Minus. Ich weiß, da ist jetzt Masse drauf. Und wenn ich jetzt da Plus drauf gebe, dann, was ihr jetzt natürlich nicht seht, zack. Mein Blinker. Beschriftet habe ich es mir ja schon. Anhänger hinten rechts. Kann ich mit dem Ding wunderbar durchprüfen. Das Ganze geht auch mit der anderen Seite. Zack. Und so kann ich jedes Kabel am gesamten Schlepper durchprüfen. Ja, so kann ich auf alle Fälle alles schön durchprüfen und kann gucken, wenn ich irgendwo einen Massefehler oder sonst was drauf habe, wo liegt das Problem. Optimal. So jedenfalls der aktuelle Stand. So schaut es schon mal gut aus. Was jetzt noch fehlen täte, wie gesagt, sind die Blinker. Die muss aber dann, oder möchte ich gern, dass mein Vater anklemmt. Dann habe ich noch ein kleines Problem bei dem Bulldog festgestellt. Mein Tankhahn ist undicht. Das hatte ich beim KA15 auch schon. Und offensichtlich der KA15 hat dasselbe Problem. Hier an der Unterseite ist er mir ein bisschen feucht. Im Moment nicht schlimm, sind aber auch nur 5 Liter Diesel drin. Ich weiß allerdings nicht, wie undicht der wird, wenn ich den jetzt dann mal richtig vollknall mit 24 Liter, dann ist doch ein bisschen Druck auf dem Anschluss drauf, ohne dass es dann richtig raussuppt. Ja, muss jetzt auch mal gucken, eventuell brauche ich dann einen neuen Schlauch, dann muss der nochmal raus, dann muss mein Vater eventuell, wie gesagt, es kommt ganz drauf an, wie es ist, einen neuen Schlauch anfertigen. Und dann muss ich einen Direktanschluss machen, dann schmeiße ich den Hahn raus. Beim K15 haben wir das so gemacht. Ich meine, den Hahn im Endeffekt, du brauchst den nicht zwingend. Das ist, wenn du vorne den Filter tauschen willst, okay, ist es schön und gut. Wenn du das nicht hast, okay, ja, blöd, aber geht auch so. Und was jetzt noch fehlt, dummerweise, ich habe ein Problem mit meinem Krümmer. Hier liegt der ganze Pott. Wenn ich den hier ranschraube und mit einer Dichtung auf jeder Seite, dann liegt der hier unten an der Hydraulikleitung an. Da ist schon so eine Kerbe drin. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt erkennt. Da liegt er auf alle Fälle an und scheuert. A ist das schlecht für die Leitung und B ist das schlecht. Wenn er da unten anliegt, dann ist er oben nicht ganz dran. Und ist er oben nicht ganz dran, dichtet er nicht richtig ab und bläst mal raus. Jetzt hat mein Vater gesagt, jetzt brauchen wir ein paar Dichtungen, ein paar Krümmerdichtungen und dann müssen da
halt mehrere Krümmerdichtungen drauf. Nicht der eleganteste Weg, okay, aber es geht nicht anders. Ich kann jetzt nicht am Auspuff hier rumschweißen anfangen und umbauen anfangen. Problem ist, der alte Auspuff, der originale vom KA15, der hierfür ausgelegt war, der war kaputt, aber komplett kaputt, den habe ich weggeschmissen. Und der hier, der ist vom K15, ist halt nicht speziell für den Schlepper gedacht, der liegt halt da an. Wobei die Scheuerstelle da, die hat auch schon der andere Auspuff gemacht. Also keine Angst, das war nicht ich. Das war schon vorher. Ja, wie gesagt, jetzt brauchen wir halt da ein paar Krümmerdichtungen. Solange habe ich halt keinen Auspuff. Blöd natürlich, ne? Ohne Auspuff fahren. Es geht zwar bei dem Schlepper, aber der Klang ist scheiße. Und die richtige Leistung bringt er natürlich dann auch nicht so, wie er soll. Aber gut. Ja. So viel jetzt auf alle Fälle zum aktuellen Stand. Weiter ging es heute noch nicht. Ich gehe jetzt noch meinen Stall machen. Und dann ist für heute schon wieder Feierabend. Ein bisschen was ist passiert. Mal gucken, vielleicht hat der Vater morgen Zeit und klemmt mir die Blinker gar an. Dann wäre mal das Elektrikzeug fertig. Dann könnte ich theoretisch die Motorhaube endlich draufsetzen. Und dann wären die Blecharbeiten an dem Schlepper fertig. Es fehlt noch die Öldruckleitung. Die muss da noch reingeschraubt werden. Das sind aber bloß zwei Schrauben. Schnell gemacht, es geht ruckzuck. Und dann ist, wie gesagt, der Schlepper soweit durch. Dann fehlt halt, wie gesagt, noch der Krümmer. Ein neuer Kühler. Ich weiß, kühlerdicht ist nicht unbedingt meins. Mit dem habe ich aber keine schlechten Erfahrungen gemacht. Das habe ich beim anderen auch schon gehabt. Kein Verschleimen, kein Zusetzen oder was. Geht wunderbar. Ja, und dann hätten wir das, wie gesagt. Gut, so viel hierzu. Ja, meine lieben Zuschauer, es ist endlich soweit. Ja, jetzt gibt's was zu sehen. Der KA15 ist fertig. Na, ist er nicht ganz. Es fehlt noch die Zulassung. Dazu muss der TÜV-Prüfer kommen. Es fehlt noch die Öldruckleitung. Dazu fehlt mir noch eine Hohlschraube. Die braucht der Vater von der Arbeit drin. Da habe ich keine. Und es fehlen aber noch zwei neue Glühkerzen, weil mit denen muss man ein bisschen nachglühen. Die glühen nicht richtig, wie sie sollten. Einspritzmenge mussten wir nichts verstellen. Es sind bloß die Glühkerzen gewesen. Die eine hat nämlich gar nicht dazu gepasst. Die, die jetzt drin sehen, funktionieren. Aber es sind immer die besten, da kommen eventuell nochmal neue. Aber er läuft mit denen. Und wie schaut das Ding jetzt aus? Ich freue mich. Ein Kramer KA15. Ja, die Haube ist etwas schlicht, stimmt. Gebe ich euch recht. So schaut er aus. Schön die Motorhaube drauf. Alles schön verschraubt. Die sitzt bombenfest. Habe ich gleich ein Problem festgestellt. Ich habe mich gewundert, warum beim K15 der Warnblinkschalter kaputt war. Ja, der statzt da oben so weit raus, wenn du die Haube aufmachst, dann knietscht er drauf. Ja, nachtanken, wenn ich tue, entweder Schalter runterschrauben oder nicht so optimal dran denken. Der hätte einen anderen Punkt gebraucht, das habe ich aber so nicht gewusst. Jetzt weiß ich es, jetzt ist zu spät. Also wenn ich jetzt ein Loch reinbohre, dann habe ich ein Armaturenbretterloch. Muss ich mir mal was einfallen lassen. So oft muss ich ja nicht rein. Aber schön ist natürlich nicht. Ja, und so sieht das ganze Ding jetzt aus. Hydraulik habe ich auch ein paar Akzente noch gesetzt. Also wer sich wundert, hier, gell? Ein bisschen schwarz. Erstens sieht man es dann besser, weil die, wenn quer stehen, dann hast du hier das Problem. Deswegen waren ja meine Kotflügel kaputt. Ja, unten ist eine schöne Schraube drin. Die anderen habe ich einfach durchbohrt und habe erst einmal Splinter rein. Da brauche ich dann trotzdem noch gescheite Bolzen. Ja, Scheinwerfer drauf. Und so sieht das Ding jetzt im Großen und Ganzen aus. Was jetzt, wie gesagt, funktioniert. Zündschlüssel rein. Blinker. Tut nichts. Achso, Moment. Das Zündschloss. Blinker. Ja, Zündschloss wird wohl einmal irgendwann ein neues fällig. Blinker vorne, Blinker hinten. Weiter geht's, Blinker links. Zack. Zack. Meine Beleuchtung funktioniert. Standlicht, Standlicht. Hier vorne so richtig schön die Scheinwerfer. Ja, weil einige gefragt haben, wie ist denn das überhaupt, deine Scheinwerfer, ne? Also Licht kommt da vorne raus.
von hier aus, wenn man guckt, fällt es gar nicht auf, dass da ein Gitter davor ist. Also da hat Kramer wohl nicht ganz gelogen. Und ich meine, wenn man hier rausguckt, falls man sieht, ein bisschen Licht hat man schon. Eingestellt hören sie, weil der eine, der es verstellt. Ja, die gehen natürlich auch hinten. Zack, zack, Licht. Arbeitsscheinwerfer, haben wir ja schon gehabt. Geht, macht Licht. Bloß nichts übersehen. Hupentest. Die müsste eigentlich auch gehen, hoffe ich. Die geht. Ja, und vom Öldruckmanometer selbstverständlich auch die Beleuchtung. Man sieht es vielleicht, auch da ist Licht. Das Einzige, was leider nicht mehr funktioniert, das ist, weil die ganzen Kontakte kaputt sind. Deswegen haben wir es gar nicht erst angeschlossen. Am Blinkerschalter unten funktionieren die Kontrolllampen nicht mehr, wenn du Anhänger dran hast. Da ist wohl auch schon was kaputt, weil wenn du die anschließen tust, dann blinken quasi schon zwei, obwohl hinten noch gar nichts dran hängt. Normal darf er nur eine, wenn der Schlepper alleine ist. Zwei, wenn du einen Anhänger, drei, wenn du zwei Anhänger dran hast. Also diese Kontrolllampen da. Aber gut, ich meine, ein Blinkertest, das machst du sowieso vorher, vor Fahrtbeginn. Du läufst einmal um den Schlepper rum, du läufst einmal um deinen Gespann rum, schaust dir eh alles an. Schaust, dass du Luft überall drauf hast und bei der Gelegenheit, na, dann schaust halt, ob die Blinker gehen. Warnblinkanlage, Blinker, ich mag es sowieso immer, weil das ist Gewohnheit bei mir. Und dann passt es. Ja, und jetzt ist es gleich 6. Ach, die großen Schuhe wieder, die großen Schuhe. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine kleine Probefahrt. Drehen wir nochmal schnell eine Runde. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß dabei. Vorglühen. Das Salzstreuer glüht auf. Der Vater hat gesagt, es müsste lang, ein wenig Handgas geben. Thank you.
Ja. Da haben wir vorhin die Probefahrt gemacht und dann war natürlich der Akkugrille eh klar. Aber die Kiste läuft und läuft und läuft und läuft, so wie sie soll. Ja, wie gesagt, es können halt noch zwei neue Glühkerzen rein. Die alten sind einfach, ja, alt. Ist so. Die glühen noch, aber die eine ist oben zusammengeschmort und die andere hat ein bisschen einen anderen Typ. Die passt eigentlich auch nicht 100% dazu. Sind nicht exakt dieselben. Ja, so ist es halt einfach. Ich meine, was erwartet man? Die Glühkerzen, das kann durchaus sein, dass die aus den 60er, 70er Jahre oder was stammen. Die sind irgendwann auch einmal verbraucht. Und dann kommen halt aber neue rein. Was kostet sie? Wir haben geguckt, zwischen 40, 50 Euro eine. Zwei Stück brauche ich. Ja, investiere ich halt dann nochmal und gut ist die Sache. Dann weiß ich aber, dass die wieder vorzüglich funktionieren. Also daran lag es nicht die Einspritzmenge oder was. Da haben wir auch nichts hochgedreht. Es lag wirklich bloß einzig und allein daran, dass die eine nicht geglüht hat. Kann ja mal zeigen, wie die ausschauen. Das sind diese Windelglühkerzen hier. Das sind die. Ja, das war eben eine falsche. Der falsche Typ. Oder besser gesagt, das ist eigentlich der richtige Typ. Das ist die Beru 294. Tja, so ist das halt nun mal, ne? Da müssen einfach zwei richtige rein und dann passt die Sache. Aber bis dahin, ja, er läuft erst einmal. Das ist einmal das Wichtigste. Zulassung kommt jetzt dann noch. LOF-Kennzeichen natürlich in grün. Weil, wie gesagt, das Ding, das soll ja arbeiten in der Landwirtschaft und nicht irgendwo. Und dann passt die Sache. Ich finde auf alle Fälle, der schaut gut aus. Die Haube sitzt jetzt bombenfest drauf. Das hat funktioniert. Hat mir so gefallen. Was ich noch machen muss, ist die Batterie irgendwie ein wenig fixieren. Weil am Batteriehalter hat es leider nicht mehr gegeben. Der war nicht mehr dabei. Also muss man gucken, dass die wieder schön drauf kommt. Und dann ist eigentlich gut. Ja. Eventuell irgendwann einmal, dass ich auf der Decke oder was nachrüst. Das weiß ich noch nicht. Im Moment ist er offen. Und das ist eigentlich ganz in Ordnung so. Da hat man mal so den Überblick vom Fahrersitz aus. Ja, Blinker gehört eigentlich bei dem Lenkstockschalter hin. Da war mir aber ein neuer einfach zu teuer. Deswegen habe ich meinen alten vom K15 übernommen. Der hat eh schön an das Armaturenbrett gepasst. Und dann geht es auch. Ja, und so schaut das ganze Ding halt jetzt dann aus. Wie gesagt, Gaspedal ist halt hier bei dem einfach ein bisschen blöd erreichbar, die Position. Aber damit findet man sich auch ab, wie man sieht, abgeglatzt schon gut. Ja, das kommt halt, wenn man dann damit arbeitet, dann passiert sowas, aber das muss. Ist wie gesagt kein Spielzeug, ist auch nicht das Museumsstück. Sondern das ist eine Arbeitsmaschine, dafür ist sie gebaut und das soll sie machen. Dafür habe ich die Arbeit investiert und dann denke ich auch mal, wenn das jetzt dann alles gar durch ist, dann wird er auch die nächsten paar Jahre auf jeden Fall arbeiten können ohne Probleme. Ja, in diesem Sinne, jetzt würde ich sagen, Gutes. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und hat euch gefallen. Ja. Da sieht man jetzt zum Beispiel gar nichts für die Scheinwerfer. Vorhin hat man ja gesehen, also wie gesagt, Leuchtkraft haben sie. Geht durch die Haube vorne einfach durch, geht wunderbar. So wie das halt muss. Gut, in diesem Sinne, jetzt wünsche ich allen ein wunderschönes Wochenende. Und wünsche schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns ja dann alle am Neujahr wieder. Vielleicht eher, ich weiß noch nicht, vielleicht mache ich noch irgendwie ein Video eher oder so. Muss ich mal gucken. Aber wenn dann am Neujahr wieder ganz normal im Vlog. Und bis dahin jetzt dann erst einmal. Servus miteinander. Man sieht sich.